Dieses Hörspiel präsentiert euch justblizzard.eu. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Sehe es auf meiner Stromrechnung. Vieles, was einst war, ist verloren, da alle gegangen sind, die sich erinnern könnten. Alles begann mit dem Schmieden des legendären Schwertes Löwenzahn vor langer Zeit. Es war nichts weiter als eine Laune der alten Götter. Yogg-Saron wollte es als Zahnstocher benutzen, während Zetun es zum Stutzen seiner Augenlider einsetzen wollte. Doch das Schwert selbst wehrte sich gegen sein Schicksal. Au, mein Augenlid! Verdammte Scheiße, verdammte! Und so warfen sie das Schwert ins Meer. Generationen kamen und gingen. Königreiche wurden errichtet und zerfielen zu Staub, bis das Schicksal es den Händen eines Helden anvertraute. Ein Krieger erfüllt mit den Tugenden von Mut, Bescheidenheit und Disziplin. Ein Streiter für das Gute, dessen Geist so scharf ist wie die Klinge des Schwertes. Ja, genau, das bin ich. Doch bis das passiert, trägt Horst Aschenbecher das Schwert Löwenzahn. Und beiden steht noch eine große Aufgabe bevor. Azeroth war seit jeher vom Krieg zerrissen. Auf jede Auseinandersetzung folgte die nächste. Welche Mächte es in diesem Universum auch geben mag, keine davon hält ihre Hand schützend über diese kleine Welt. In diesen Zeiten der Unruhe und des Tumults wurde eine Gilde gegründet. Eine Gilde, die sich von den anderen unterschied, die nicht mit Gamer-Kiddies überquoll. Es war eine Gilde wahrer Helden. Die Armee der pinken Gnome. Doch in dieser Geschichte soll es um Ellie Mania gehen, die... Runter von meinem Stuhl, Bitch. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Du bist gleich voller Steinsalz, wenn du deinen schmalen Elfenarsch nicht von meinem Sitz schwingst. Ich glaube, es hakt. Kaum hat man mal einen Kurzurlaub von 4 Jahren, da wird man von der Praktikantin ersetzt. Praktikantin? Ich bin die Königin der... Leute, die mir meinen Kaffee holen. Und jetzt mach hin, Perle, 2 Stück Zucker, heiß, pronto. Aber... Die Aufzeichnungen sind in Quenya geschrieben. Okay, dann wie immer, Storyteller-Freestyle. Nach dem letzten Abenteuer der Gruppe ist einige Zeit vergangen. Während unsere Helden immer noch in Magteridons Kammer feststecken und Level 60 nicht überschritten haben, hat die Welt sich geändert und... Das habe ich echt nicht nötig. Ich habe versucht, professionell zu sein. Und jeder weiß doch, dass diese Welt hier ein dreister Tolkien-Rip-Off ist. Wenn man es genau nimmt, ist es eher ein Warhammer-Rip-Off. Blizzard war da noch nie besonders dezent mit den Parallelen. Ich gehe, wenn ihr mich entschuldigt. Die grauen Anfurten rufen mich und mein Volk. Graue Anfurten. Schicker Name für ein Altersheim. Das Ende naht, wir liegt am letzten Tag in seinem Heldengrab. Doch Horsts derbsten Charge im Kampf um Hogger. Wer zieht diesmal den kürzeren? Lernt Dimitri dieses Mal die große Liebe kennen. Was für das Uschi, Ronnys Hammer und Cliffs Dagger? Sollte Pansky singen, gibt's dann endlich wieder was zu meckern? Wieso stehen Arthas und Illidan an ihrer Seite? Und kocht Miracoli, suchen Feinde dann das Weite? Elemania, bam!